geblieben. Ja, ich war nach längerer Zeit mal im Action. Ist jetzt nichts so Besonderes geworden, mehr so, na, ich würde mal sagen, nützliche Sachen. Haha, nichts Besonderes. Haha, nützliche Sachen. Naja, fangen wir an. Einmal hier dieser Ordner. Ich habe nämlich festgestellt, dass meine Ordner mit den Pocket-Lettern ziemlich vollgestopft sind. Ja, da will ich dann mal ein paar umräumen. Wie teuer war der? Ich gucke mal. 99 Cent. Ich lege mit dem mal kurz hier hin, dann kann ich euch die Preise sagen. So, 99 Cent. Und dann noch was Nützliches. Koffer. Ich möchte euch gerne einen Tipp geben, wenn ihr im Action seid und so einen Koffer haben möchtet, schaut sie euch gut an. Ich habe da nämlich schon einiges erlebt. Zum Beispiel, dass die Klappen hier manchmal hängen. Oder noch schlimmer, dass irgendwas rausgebrochen war. Zum Beispiel heute, gut, dass ich das noch rechtzeitig erkannt habe. Da dachte ich mir, okay, ich werde die mir jetzt genau anschauen. Da waren jetzt zum Glück nicht so viele schwarze Koffer da. So ging das dann recht schnell mit dem Kontrollieren. Ne, weil bei einem Koffer war zum Beispiel hier was abgebrochen. Oder irgendwo was Schwarzes war abgebrochen. Die Teile lagen hier alle so drin davon. Dachte ich mir so, schön, super. Ja, so ein Koffer hat gekostet 2,29 €. Ich habe jetzt so viele Perlen gekauft bei Ali. Da brauchte ich jetzt mal wieder solche Koffer. So, dann habe ich für meinen besten Freund einmal diese hier mitgebracht. Diese Paprikateile, ich mag die jetzt nicht so gerne, also ist jetzt nicht so meins, aber ist ja auch für ihn. Und dann auch für ihn hier diese Chili-Cracker. Ach ja, die Paprikateile. Die kosten 72 Cent. Und hier diese Cracker 99 Cent. Ja, habe ich ihm auch mitgebracht. Die gibt es auch nicht immer bei uns. Also mal sind die eine Zeit lang da und mal wieder nicht. Und dann auch noch für meinen besten Freund habe ich mal das hier mitgebracht. Der mag nämlich gerne solche rosa Donuts. Tja, mal gucken, ob ihm das schmeckt. Oh, heute ist wieder was los hier, ich sag's euch. Nur Tatütata heute. Gut, bei dem Wetter kippen wahrscheinlich viele Leute um. Dass ich noch nicht umgefallen bin, das wundert mich. Nun gut, ja. Schaut euch diese Box an. Das sieht aus. Die andere, die noch da war, da waren nur noch zwei Stück von da. Diese hier, die ich jetzt hier habe. Und eine andere, die war völlig aufgerissen. Und eine Packung davon fehlte, glaube ich. Da habe ich auch gedacht schon wieder, was machen denn die Leute immer? Ich raff es einfach nicht. Kann man sich nicht wie ein halbwegs normaler Mensch verhalten in einem Geschäft? Ich verstehe es nicht. Naja. Ja. Das sieht so aus. Ganz toll, ne? 12 Mini-Donuts. Sind aber 6 Packungen, ne? Und dann halt, sind halt 2 Mini-Donuts drin. Ja. Die haben gekostet 1,12 €. Ja, da gibt es noch eine andere Variante. Ich glaube mit Schokolade und innen drin die Füllung wahrscheinlich Vanille. Ja, die Packung, die sahen alle tippitoppi aus, aber hier die. Naja. Und noch was zu futtern. Ja, diesmal ist mehr so Essen. Eine davon ist auch für meinen besten Freund und ja, die anderen sind für mich. Ich finde die eigentlich ganz lecker. Für
für den Preis. Den Preis, den Preis. Wo ist es denn? Hallo. Ah, da. 84 Cent. Ich packe mir da noch ein bisschen Gewürze rein, sonst schmeckt mir das zu langweilig. Aber ansonsten finde ich die eigentlich gar nicht so schlecht. Und man hat auch ordentlich einen Teller voll. Ja. So. Und dann habe ich mir noch diese Röllchen hier mitgenommen. Die finde ich eigentlich auch ganz lecker. Was haben die denn gekostet? 1,75. Ich finde, das geht für diese riesige Packung hier. Da will ich auch gleich mal schön reingreifen, ne? Auf jeden Fall. Dann durfte noch mit hier so Badezeugs. Ja, ich mag sowas ziemlich gerne. Aber bei uns im Action gab es die eine Zeit lang gar nicht mehr. Und war schon so, nein. Na, aber jetzt habe ich mir trotzdem nur eins mitgenommen. Starfood. Ich weiß gar nicht, wie das riecht. Na, keine Ahnung. Ich mag sowas auf jeden Fall sehr gerne. Wo haben wir das denn? 89 Cent. Da gab es noch mit Vanille, aber Vanille ist nicht so meins. Ich mag mehr so diese fruchtigen Sachen und so Blütenzeugs. Keine Ahnung. So, dann haben wir einmal eine Klebemaus. Die kostet 98 Cent. Dann ein Anspitzer. Ich habe festgestellt, dass ich keinen habe. Ja, der kostet 25 Cent nur. Ich hoffe, der taugt auch was. Und für meine liebe Elisabeth habe ich einfach mal frecherweise diese hier mitgenommen. Embossed Paper. Ich bekomme die zum Glück schon von Swantje, weil ich bin schon fest davon ausgegangen, dass es die bei uns nicht gibt. Aber gut, die gab es doch. Aber ich habe die jetzt für Elisabeth mitgebracht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie dieses Papier auch toll findet. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Das ist mir leider erst vorhin aufgefallen. Ja. Die kosten 69 Cent eine Packung. Also ich mag das Papier. Ich finde das schön und dann so viele verschiedene Farben. So, zu guter Letzt eine Schere. Meine ist nämlich verschollen. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe zwar noch diese hier, die sollte aber eigentlich nur für die Küche sein, aber ich weiß nicht, was damit passiert ist. Letztes Jahr Weihnachten hatte ich mit hier so einer ähnlichen irgendwie was ausgeschnitten. Weiß nicht mehr was, ist ja auch völlig egal. Die war dann auf einmal weg. Einfach weg, ich weiß nicht, wo die ist. Auch ein Falzbein von mir ist weg. Keine Ahnung, wo das ist. Kennt ihr bestimmt auch, ne, solche Geschichten. So, die Schere hat gekostet 59 Cent. Excellent Houseware. Ja, da wollen wir mal gucken, ob das so stimmt. Ja, das war's leider schon. Ich hatte mir noch überlegt, diese Buntstifte zu kaufen. Diese, also, wie hießen die nochmal? Also nicht diese Twin-Marker, sondern diese Buntstifte davon. Da hatte ich sehr lange hin und her überlegt, ob ich mir die kaufen soll, weil ich beim Stempelausmalen so ein bisschen Probleme habe, wenn das so ganz kleine Flächen sind. Zum Beispiel, man hat jetzt eine dünne Figur, die irgendwie so eine gestreifte Strumpfhose anhat und man möchte die Streifen abwechselnd malen mit den Farben. Da male ich dann grundsätzlich immer drüber mit diesen Twin-Markern und da hatte ich mir überlegt, ah, soll ich mir diese Buntstifte holen? Ich war mir irgendwie nicht so sicher, aber die waren auch eh nicht da. Die waren sowieso nicht da. Und was ich auch noch überlegt hatte mitzunehmen, war diese tolle
Aufbewahrung in der, von der Kosmetikabteilung. Aber da hatte ich jetzt nicht mehr genug Kohle dabei. Es war nur ein Teil davon da. Ich hätte das so gern mitgenommen, aber naja. Schande. Und ich meine, 6,95 € ist ja, glaube ich, nicht so teuer für so eine Aufbewahrung. Ich glaube, im Internet zahlt man, glaube ich, noch mehr. Ja, das war's schon vom Action. Mehr habe ich nicht geholt. Ja, ich spare immer sehr viel Geld, weil es für mich einfach nichts gibt. Dafür kaufe ich ja mehr bei Ali, weil Ali halt einfach mehr Sachen hat, die mir gefallen. Weil, wie schon oft gesagt, ne, diese ganzen Sachen, die halt so innen sind, die sind einfach nichts für mich. Mit diesen ganzen Alpakas, Faultiere, Meerjungfrauen, Flamingos, Disney, bla 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 und so weiter. Das ist alles nicht so meins. Aber ist auch nicht schlimm, dann spare ich Geld. Jo. Kaufe ich halt mehr bei Ali, ne? Oh, oh Gott. Joa, dann wollte ich euch noch zeigen, es ist noch was von Ali angekommen. Und zwar einmal hier diese tollen Perlen. 8, 10 und 12 mm. Die finde ich total hübsch. Ja, so Bonbonfarben, ne? Total hübsch. Die mussten sein. Und dann ist hier noch, leider sehr spät, dieser Button angekommen. Das ist Kanato von Diabolik Lovers. Ja, kommt leider etwas spät. Die Convention war schon. Den hätte ich mir auch gerne an die Tasche gemacht, aber jo. Dann bei der nächsten Convention. Und dann habe ich noch bei meiner lieben Knuddelzombie bestellt. Das kann ich euch auch mal hier noch zeigen. Ja, ich habe es schon ausgepackt. Ich konnte es nicht abwarten. Ja, einen Moment. So, sie hat mir einmal das hier noch dazu gepackt. Das macht sie ja eigentlich immer, glaube ich. Ja. Eine Nachricht. Sabrina San mal wieder. Liebe Sabrina San, vielen Dank für deine Bestellung. Liebe Grüße Jenny. Ah, du musst Jenny San schreiben. Jenny San. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Jenny San. Da hat sie noch so einen Sticker eingepackt. Hier. Falls jemand sie noch nicht kennt, bitteschön. Dann hat sie mir so ein Magnet eingepackt. Oh, hatte ich schon im Video gesehen. Da habe ich schon geschwärmt, weil ich habe ja so einen riesigen Kühlschrank und da passt dann einiges hin. Ah, dann noch mit so einem Geist. Arigato. Dankeschön. Und hier ist noch so Flittergedöns drin. Das werde ich mir aufbewahren. Kann man ja auch verbasteln oder irgendwo auch als Streugedöns reinschmeißen. So, dann habe ich diese Kakaokarte gekauft. Die fehlte mir noch von den Halloween-Krams. Obwohl ich glaube, ich habe noch nicht alles von den Halloween-Sachen. Zweite Auflage. So süß, oder? Dann diese Postkarte. Ist das nicht süß? Guck mal, wie die sich freuen. Da, da, da. Ich wünschte, ich könnte mich gerade auch so sehr freuen, aber das tue ich nicht wegen dieser furchtbaren Hitze. Ich gehe hier einfach nur ein und leide vor mich hin. Ach, es ist so schön, oder? Und ich bekomme schon wieder Hunger, wenn ich das sehe. Und zu guter Letzt diese Sticker. Wie heißen die? Voodoo. Was? Voodoo dies. Voodoo dies. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Die sind so süß. Ich habe ja hiervon schon diesen Pin von dem Hasen. Ja, ich hatte sie ja gefragt, ob sie davon auch Sticker machen könnte. Ich wollte so gerne Sticker davon haben. Ja. Voll toll. Danke, dass du das gemacht hast.
dass du da so Sticker gemacht hast. Voll toll. Und hier der Sticker ist heil geblieben. Cleo drauf. Also das soll ihre Katze sein. Die ist heil geblieben. So, dann habe ich noch ein paar Teilchen von Tidis, aber nicht so viel. Einmal hier dieses Band. Da klebe ich immer sehr gerne die Pakete mit zu. Finde ich ganz gut. Diesen Block hier. Den Waldtieren. Paar Pilze. Bär. Streifen. Waldtiere. Jo. Der durfte mit. Und zu guter Letzt dieser hier. So was habe ich noch nicht in diesen, ja, sanften Farben. Habe nur so einen Block mit so, ja, kräftigeren Farben halt. Das hier finde ich ja auch mal ganz gut da zu haben. Ja. Oh Gott. Das war's auch jetzt. Das passt hier nicht hin. So, habe ich wirklich alles? Ja, glaub schon. Gut, ich habe noch ein paar Mangas, aber die werde ich in ein anderes Video packen. Ja, es ist nicht so viel geworden. Irgendwie ist einfach nicht so viel da, was mir gefällt. Ja. Was ich suche, ist nicht da. Ja, so ist das immer, ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, der Haul hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.